Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Reset. Hallo Leute. Hier geht immer noch ein bisschen die Party ab. Hier noch ein Creeper. Piss dich. Ja, Alex, geh nicht mal links. Geh nicht mal links. Wieso? Weil da zwei Witches stehen. Ach so, zwei direkt. Was mit dem scheiß Skelett, dann feg ich erst meinen Arsch. Alter. Ich hab ne 100. Wenn du zu mir kommst, siehst du da hinten. Ach, da, ja. Ja, juckt mich nicht. So, komm, sammel die Scheiße auf. Hier hinten ist, glaube ich, schon ein Loch, oder? Ja, das sah nur so aus. Drei. Bist du? So, ich habe hier an unserem Feld, ich habe mal wieder was hingesetzt. Das, ja, welche, also Koordinaten haben wir jetzt hier im Chat. Welche Richtung wollen wir gehen? Gute Frage eigentlich. Wie gesagt, ich glaube, mit dem Runterbauen sind wir, glaube ich, auch relativ schnell. Weil wir eigentlich nur Lava brauchen. Ja, dann brauche ich ein paar runter. Okay, dann kommen wir zu unserem, dann mache ich das mit ein paar Blöcken Abstand zu unserem Haus. Wir kommen einfach mal zu unserem Haus wieder. Und kommst du? Ich vom Haus, aber ich sehe dich nicht. Okay, ich komme kurz wieder hoch. Hi, hinter dir. Da. Nur gut gemeinter Rat, bauen wir bitte hinter uns zu. Ja, du bist. Hast du keinen Blöcke dabei oder was? Nö. Läuft bei dir. Jo. Na komm schon, alle. Jetzt müssen wir noch straight runter. Wir sind auf 62er Höhe. Ja gut. Das ist in Ordnung. Dann geht's straight runter. Dann haben wir es auch gleich. Da dürften wir hoffentlich relativ schnell das finden, was wir wollen. Und zwar einfach nur Lava in Unmengen. Das Eisen lasse ich aber mal stehen. Du kannst den das da mitnehmen. So. Da relativ schnell runterkommen, relativ und heute dann noch das alles bekommen. Und was haben wir denn eigentlich alles noch? Wir haben noch erstmal Verzauberungsdichter und die ganzen Dinger dafür, die ganzen Bücher. Dann können wir, klar, wir können noch brauen dann unbedingt. Wir können noch, ja, verzaubern, wie gesagt, haben wir ja dann was kann man noch so machen? Wir brauchen noch Pfeile, wir brauchen Hühnchen. Boah, wow, Alter. Wow. Mich voll erschreckt gerade eben. Hier ist eine Höhle. Höhle weg. Ich brauche niemanden. Ich habe schon wieder fast einen Herzinfarkt gerade bekommen. Ach komm, hier ist immer noch Höhle. Ja, bau dich da rein, vielleicht ist da was. Ja, ich habe gerade schon ein Dings getötet. Ich habe keinen Bock, wenn da um die Ecke ein Dings steht. Ein Creeper ist ein Schlitz, ist ein Riss. Ein Schlitz, aber da ist auch meistens Lava. Ich hab irgendwie Schiss, dass hier wieder von oben was runterkommt. Ich hab da irgendwie so eine böse Erfahrung gemacht. Nehmen wir es mal vorsichtig so. Ja, geiler Riss ist vorbei. Nicht mal ein bisschen Lava, oder was? Was für ekelhafter Riss, ey. Ja, lass zurückspringen, ganz ehrlich. Wenn es dann nicht mehr Lava gibt. Aber der ist auch viel zu hoch dafür, dass es Lava gibt. Wir sind auf 44. Kommst du? Mhm. So. Hast du auch Blöcke, dass du wieder zumachen kannst hinter uns? Also das Loch. So. Ein Block. So, dass keiner mehr reinlaufen kann. Ja, gut. So. Außer durch rechts schon wieder beim Zurücklaufen. Nein. Solange da nicht irgendwie Creeper steht und anfängt zu zischen, erschrecke ich mich nicht. Ein Skelett. Ja, gut. Ich bin halt schreckhaft, Mann. Ich bin gestorben. Ich will nicht nochmal sterben. Ich bin, okay, du bist der Einzige, der gestorben ist. Ah, Noob. Nein, ich weiß. Hurensohn. Ja, ich hab meine, weißt du, das ist einfach so richtig, weißt du, das ist eigentlich so richtig lächerlich. Wir stellen dir vor, wir rüsten uns jetzt übertrieben hoch
Und dann fickt uns, dann, obwohl, dann kommt so der Ender Dragon, wir spawnen einfach und noch, bevor wir was sehen, kommt der Ender Dragon und wischt uns von der Plattform runter. Das wäre so richtig der Assi-Move des Jahrtausends, ey. Wir hätten so richtig gelitten. Dann hätte ich jetzt mal 2 Wochen keinen Bock mehr. Ja, aber das können wir uns ja sogar leisten. Das muss man auch ziemlich hart sagen. Aber jetzt, Alex, jetzt. Obwohl 2 Wochen, wir haben jetzt heute, bis wir jetzt gerade aufgenommen haben, 10 Tage. Vorsprung. Oder 9 Tage nur noch sogar. Also es ist gar nicht so übertrieben viel. Muss man auch sagen. Aber es ist ja auch ein tägliches Ding. Von daher ist das eher klar. Obwohl, wir haben es auch schon mal geschafft mit einem täglichen Minecraft-Projekt. Ja gut. Wie viel Folgen Vorsprung zu sein? 40? Also treibt man nicht. Doch, das waren 40 damals bei unserem Singleplayer-Ding. Das waren 40. Waren ja über einen Monat. Ist ja nice, es war richtig übertrieben nice, so, F3. Dann hatten wir, wenn man 3 Wochen keinen Bock mehr. 14, ja, und dann waren wir eng drauf. Ja, und danach gehen die Lust nur noch bergab. Ja, geht so. Bei mir, so, 11 sind wir, okay. Dann ich wäre gerne wieder am Anfang, wo ich übertrieben Lust habe, weil wir 8 Stunden am Stück gespielt haben, ey. Ja, das habe ich ja zum Teil immer noch, jedes Mal, wenn ich neu anfange, habe ich auch übertrieben Lust. Also, so ist nicht. Kommt halt drauf an, immer. So. Auf Dauer wird es halt einfach immer auf Dauer auf derselben Welt spielen, wird es halt immer wieder Öl. Ja, geil, ich hab keine Fackeln mehr. Aber ich hab Sticks und ich hab Kohle. Yeah. Ach komm, hier muss jetzt. Ich höre Lava. Wo? Ja, ich höre sie, ich weiß nicht wo. Na gut. Ich buddel mal mit ein bisschen Abstand, ne? Moment, warum hör ich nichts? Bin ich taub oder so? Ja, ich glaube, ich bin taub. Achso, ich habe die auch relativ leise. Na gut. Ich glaube, die ist auch hell. Ich glaube, die ist über uns, oder? Ja, wenn so direkt über uns wäre, dann würde sie ja runtertropfen. Die kommt näher, da wo ich gerade bin. Hab sie gefunden. Okay, ich komme zurück. Und das ist ein Lavasee. Nice. Und zwar riesengroßer. Nice. Ich mach grad mal gar nichts mit meiner Spitzhacke. Wollen wir mal anfangen auszukippen? Warte, ich will ein bisschen. Okay, ich mach nix. Mach lieber hinter uns. Obwohl. Ah, jetzt ist wieder alles dunkel, gerade läuft. Hab hinter uns mal ein bisschen zugemacht. Ja, es geht übertrieben weit. Nice. Oh, die ist am besten. Fände ich am schönsten so. Wenn du die Ecke zu. Dann sollten wir das Wasser eigentlich laufen lassen. Genau. Dann stehe ich mich unter uns dann noch. Ach, Mami. Stelle ich mich hier auf einen Stein drauf, dass ich nicht ganz abgetrieben werden kann, wie so ein ungewünschtes Kind und gut ist. Und da können wir jetzt beginnt's richtig. Jeder von uns will einen Stack haben, wenn wir, wie gesagt, auf der Ender-Plattform spawnen. Heißt es ja, wird. Geil. Genau, da kommt das Wasser halt nicht hin, ist klar. Doch, das Wasser kommt eben, wenn das Wasser drüber fließt, dann geht es immer schneller, ne? Ach so, ja, wenn du genau am Rand bist. Ah, wir müssen auch mal anfangen, hier einzusammeln, weil die rutschen sonst alle zu dir rüber. Ist ja im Endeffekt egal, aber wenn du die versenkst, dann ist es nicht egal. Was ist denn hier? Ist hier ein Loch? Ja. Ah. Wie viel hast du? Hat mal weg hier erstmal ein Loch? Keine Ahnung, irgendwie reingerutscht. So. Boah, Alter, das ist so wirklich was aufregt, dass es ohne Scheiß 10 Jahre braucht. Ich glaube, Efficiency bringt da auch voll wenig, glaube ich, bei Obsidian. Ne, doch, übertrieben viel. Ehrlich? Ich weiß es nicht. Ja, du baust da übertrieben schnell ab. Hätten wir ja vorher machen können, aber gut. Es würde wieder, hätte wieder Level gekostet. Stimmt, wir hatten ja auch noch kein Ding. Ja. Denk mal nach. Wieso machen wir das hier? Ja, wir hätten aber unser Portal abbauen können, dann hätten wir Obsidian gehabt. Und dann hätten wir uns zumindest schon mal einen Tisch machen können, auch wenn wir noch, glaube ich, noch nicht genug Zuckerrohr dafür haben, dass wir die Bücher machen. Aber Efficiency ist ja eher auf Level, auf Stufe 1. Also wäre intelligent gewesen, ja gut, aber so weit haben wir nicht gedacht, weil wir dumme kleine Menschen sind. Naja, wenigstens sind wir dann übertrieben ausgerüstet, wenn wir ins End gehen.
und lachen uns dann wieder kaputt über den Typen. Oder wir sind wie Pia und peilen es einfach nicht, wenn wir 5 Herzen abgezogen kriegen und sind ganz gechillt. Ach ja. Was? Du hast einmal 5 Herzen von dem Typ abgezogen bekommen, hat sich hat so nicht gejuckt einfach. Das ist einmal über deinen Kopf geflogen, gibt dir 5 Herzen runter, dich so, hast du gar nicht wahrgenommen. Bei mir läuft halt. Ja, läuft. Nee, aber wir werden uns auch diesmal, bevor wir da reingehen, schon die Äpfel vorher reinpfeifen ein und dann haben wir ja schon mal 12 Herzen und nicht 10. Das war halt auch intelligent, dass wir uns welche machen und die schon vorher reinpfeifen. Ich muss auf jeden Fall sagen, bevor wir da rüberspringen, gut, es bringt uns nichts, wenn wir auf der Plattform sind, bringt es uns eigentlich nichts, weil ja, wenn wir da runterfallen, dann bringen uns die auch nichts, aber gut. Boah, das dauert jetzt richtig lang, Leute. Ach ja, 64 davon sind eben nicht so einfach abgebaut. Das reicht aber auch locker dann. Sind wir sowas von safe, wenn wir spawnen? 11 habe ich jetzt bis jetzt. Oh Mann. Ich hab 14. So brauchen wir noch mal irgendwas. Mal genug. Oh, Mann. Oh, ich glaube, das ist somit das Langweiligste, was man in Minecraft machen kann. Obsidian abbauen. Ja, komm. Ja, gehe ich mal weiter in die Richtung, oder? Ja, lauf bei dir. Mach mal die Quelle weg. Natürlich. So, machen wir das Ganze mal so. Dann habe ich weniger Stress. Wenn wir es da unten reinmachen, geht es einem nicht die ganze Zeit auf die Eier, dass es vor den Füßen hin und her schwimmt. Ach ja. Und abwarten. 10 Sekunden. Sinnlose Zeitverschwendung. Yeah! Boah, ich überlege echt, ob weniger reichen gerade. Jetzt mal überlegen, wie groß war die scheiß Plattform, auf der wir gespawnt sind? Nicht groß. Und die müssen die halt in einem 2er, wie es letztes Mal auch, in so einer 2er Höhe zubauen. Aber halt mit Obsidian anstatt mit Stone, dass er die nicht kaputt machen kann. Dass wir nicht, dass er uns nicht drüber hitten kann, was er ja einmal fast geschafft hätte. Ja. Jeder 30 müsste eigentlich auch reichen. Ich hab grad einen kleinen Lag. Ich hab, hab grad gefühlte 30 Sekunden auf einem Block rumgehauen. Okay. Ja, nee, ich meine, da müssten eigentlich auch 30 oder so reichen. Also pro Person 30, ne? Da haben wir insgesamt 60. Wir brauchen auf jeden Fall noch 4 und noch mehr als 4 brauchen wir eigentlich. Wir brauchen 4 Stück für die, ja, läuft bei mir. Kopfhänger, wie heißt das? Für Verzauberungssicht, genau das war's. Und ansonsten nichts mehr. Ja, komm. Jeder 30 reicht auch. Kein Bock jetzt hier noch 20 Minuten zu stehen. Ja, solange wir um uns rum zubauen können, ist der gechillt und ich glaub, da reicht ein Stack zusammen. So. Ah, reicht es noch vom Wasser? Wenn wir sehen. Ich bin jetzt bei 21. Oh Gott, mach schneller, Mann. Spannend, nicht? Ja, deswegen, ja. Ach, 30 reichen locker. Sonst haben wir 60, das ist in Ordnung. Ja, du musst halt abziehen für die Dings. Ja, wow, die 4. Im Notfall können wir auch noch unser Netherportal abbauen, dann haben wir auch noch 10. Brauchen wir eh nicht mehr. Weil noch mehr Tränke, ja gut, haben wir eh nicht genug Inventarplatz für. Das Einzige, was wirklich noch richtig großes Ding wieder wird, ist unsere, hier, Pfeile, scheiße. Weil wir das letzte Mal gemerkt haben, Pfeile sind übertrieben geiler als wie Schneebälle. Weil die so unkontrolliert fliegen. Pfeile sind halt doch milliardenmal besser und da brauchen wir halt eigentlich viel.
Oder wir müssen halt uns irgendwas anderes überlegen, wie einen Bogen verzaubern. Achso, stimmt, verzaubern müssen wir noch, was dann wieder Ewigkeiten dauert. Nein. Ja, das Verzaubern wird ein bisschen. Obwohl, ich bin bei. Du bist bestimmt schon bei über 30, ne? Mhm. Ich bin bei 25. 31. Boah, das wird aber richtig heftig, wenn wir noch verzaubern wollen auf unsere Rüstung. Ah, nee. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall aufs Schwert, das ist klar. Danach mal schauen. Auf die Brust vielleicht noch. Und dann, ja, mal gucken, wie viel wir das hinkriegen. Ach stimmt, wir verlieren ja fast nichts. Ist ja gechillt, Alter. Ist ja gechillt. Minecraft 1.8, thank you. Wir verlieren ja nur 3 Level. Ist ja in Ordnung. Kann man immer wieder farmen. Dauert dann nicht so lang. Schon echt geil, die 1.8 in manchen Punkten. Ach, wir, ja, Lapis haben wir eingesammelt, ne? Mhm. Extra dafür. Ja, wo fliegen die Steine hin, Alter? Ich sammle die gerade irgendwie nicht auf. Hab immer noch nur 22. Hab jetzt 34. Sollte man das Wasser mal wegmachen, weil ich schwimme einfach dahin, wo die Strömung hingeht. Und wenn die Strömung hinten in die Ecke geht. Machen wir so. Da, hier. Alex. Was denn? Kommst du mal her? Ja, was willst du? Hier sind deine Blöcke. Okay, war hier waren. Okay, waren noch welche. Und hier in der Ecke. Hä? Warum sind die ein bisschen die Ecken gerutscht? Weil du in alle Richtungen Strömung hast. Ach so, okay. Ich habe jetzt 31, wie viel hast du? 34. Ja, komm, dann scheiß drauf. Go, go. Ja, dann haben wir genug. Würde ich auf jeden Fall sagen, war es dann die Stelle von der Folge. Und in der nächsten Folge laufen wir zurück. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.